Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stonehearth. Yeah, sie bauen immer noch. Ich bin so froh. Leider wird unser einer Haslinger leider sterben, weil er in der Wand schläft und da nicht mehr rauskommt. Naja, aber ich glaube, das finde ich immer noch weniger schlimm als nicht fertig gebaute Häuser. Definitiv, tut mir leid, aber ist so. Die harte, knallharte Wahrheit. So, hey, da werden endlich die Karotten fertig. Das heißt, sie können endlich essen. Und Kürbisse werden auch noch fertig. Das ist schön. Delicious. Ich freue mich. Das heißt, am nächsten Tag sollten wir auf jeden Fall unser Essen zusammen haben für einen weiteren, beziehungsweise für den einen neuen Halfling zum Ersetzen von unserer leichten Serena Killian, die Kill im schon im Namen hat, ja. Arme Sau. Tut mir echt leid. Aber wer zu viel schläft, der muss sterben, wie wir nun sehen. Oh Gott, das ist irgendwie total traurig eigentlich. Ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken. Schön. So. Ich freue mich sehr. Haben wir hier volle Power? Ne, haben wir nicht. Ne? Ich wollte schon sagen, wir müssen jetzt so lahm hier. Lahm Schneggen. Oh, kann ich den Baum da stehen lassen eigentlich? Wird darin weitergebaut? Sieht so aus. Ja, das ist gut. Dann würde ich ihn gerne stehen lassen. So ein bisschen Baumdeko, man so nennen kann. Und unsere Herrfrau und von und zu Carpenter kann auch mal weiterbauen. Und zwar mit unseren Zäunen. Ich habe gesagt 20. Machen wir nochmal 20. Was soll's? Hier, go. Hast ja sonst nichts zu tun, wa? Oh, Rufus. Rufus Garrow has arrived with wares to sell. Was hat er denn? Ah, guck mal, ein Steintipi. Wie schön. Davon hätte ich aber gern nichts. Und können wir was verkaufen? Nope. Dann nicht. Crate, ist da schon irgendwas drin? Nö. Gut. Dann abwarten und Tee trinken. Es wird idyllisch und schläfrig im Hause Stonehearth. Und was ist das? Zweite Farming Hall? Kommt die in die Nähe? Frag mich nicht, keine Ahnung. Farmer Level 1, yes, baby. Very nice, very nice. So. Und sobald das Haus mal da fertig ist, können wir auch mal anfangen, ein bisschen den Boden zu graben. Oh ja, genau. Die Mine können wir dann schön hier hinter das Haus verfrachten, wo sie dann keiner sehen wird. Und ja. Obwohl, ich würde gern schon Pfad dahin. Ja, dann vielleicht doch lieber in der so. Ja. Ah, schon mal sich gerade mal eine Straße bauen. Und so ein. Ich überlege mal ganz kurz, wie machen wir das am besten? Huh, schwierig. Die soll er erstmal kurz aus dem ganzen Holz Zäune bauen. Und drei Farming Hoes? Vier, was? Oh nein! Oh shit! Das ist passiert. Ich sehe es. Ja. Und zwar den nicht richtigen Dingsbums-Auftrag angenommen. Aber, ups, nicht 220. Die können wir zum Glück, glaube ich, verkaufen. Oh Gott, hoffentlich können wir die verkaufen, die Farming House, ey. Wenn nicht, kriege ich einen Anfall. Eieiei. Gut. Dann bau du mal ganz viel. Achso, du gehst mal schlafen. Ja, ist schon spät, ich weiß. Gute Nacht. Sollen sie nicht wieder jemand im Türrahmen schlafen legt, um dort zu sterben? Armes Tier. Armes Tier, sage ich schon. Armer Haflinger. So, dann könnten wir eigentlich auch direkt mal als nächstes kurz einen Trade machen für Essen, vielleicht? Weil die kann man nämlich, glaube ich, kann man die nicht? Die kann man transportieren. Das ist nämlich das Geile daran. Man kann einfach dann schnell Sachen transportieren. Das ist super geil. Super geil. So, Ali hopp. Du mal hier so drei weitere davon. Können wir nämlich das Pit erstmal entfernen. Dann bauen wir unser Dorfzentrum, also einen kleinen Dorfplatz quasi. Und dann können wir in die Mitte irgendwie noch so ein, ja, was zum Speichern oder zumindest für die Kisten was hinbauen. Und cool wäre es noch, wenn man die Kisten aufeinander stapeln könnte. Irgendwann hat man nämlich so ein richtig cooles 3D-Gebilde aus Kisten. Das wäre geil. Mal gucken, was noch so kommt. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Also die haben ja, arbeiten ja mal wieder auf Hochtouren. Haben wir jetzt auch mehr Unterstützung gekriegt. Es ist ja jetzt auf Steam erhältlich, was sehr, sehr geil ist. Also offiziell auf Steam ist Stonehearth, nur um Early Access zu bekommen. Und ich glaube, die arbeiten mit EA zusammen. Als Publisher. Beziehungsweise als ja doch Publisher. Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist irgendwas da mit Kooperation. Und die Herren und Damen haben damit nun mal nochmal einen Finanzschub gekriegt. Was heißt, sie können jetzt noch mehr und schneller halt an dem ganzen Gedönse hier arbeiten. Und
Designtechnisch hat sich auch einiges verändert. Die Website ist schick und neu geworden. Ich glaube, das Logo ist relativ neu, ja. Und ja, wie gesagt, kommt halt momentan ganz viel Content. Alpha 11 ist unterwegs. Ja, und ich finde es witzig, dass sie bald sogar Seven Days to Die eingeholt haben, was die Alphas angeht, ja. Die haben schon ordentlich nachgelegt. Seven Days to Die ist jetzt bei Alpha 12 und wir sind gerade im Alpha 11 Release. Die kriegen die noch, ja, die kriegen die noch. Ja. Und Stoneheart macht definitiv dreimal so viel Spaß wie Seven Days to Die. Tja. Und entwickelt noch nicht so lange wie, ne, besagte andere Firma. Von Pink Rips. Go, go, go an die Arbeit, meine Dame. Haben wir hier was drin? Nee, ne? Das bleiben wir erstmal so liegen. Oh gut, soll mir egal sein. Okay, okay. Ich wuppe. So, Zäune haben wir ja schon ein paar. Da kann man ein bisschen hier... Was ist mit das Holz hier? Keine Ahnung. Okay. Nein, hier. Ja, da. Und dann die und... So. Kikeriki. Und einmal drehen. Bei? Nee, nee. Ich glaube, die mache ich die hier dran. Also so. Ja. Quick Save. Wunderbar. Autosave gibt es inzwischen auch. Finde ich auch sehr, sehr nice. So, Freunde. Wie schaut es aus? Dach wird langsam fertig gemacht. Warum ist jetzt wieder auf... Bin ich auf den Key gekommen? Kann sein, ja. Fast forward. So, wunderbar. Carpenter Level Next Gen. So, jetzt können wir... Es gibt eigentlich sonst irgendwas Neues, was wir craften können. Außer jetzt die Sachen natürlich, klar. Nicht wirklich, schade. Oh, Daily Update. Ich bin gespannt. Ja! Ja! Woo! Neue Haslinger! Woop. Evelyn! Guten Tag, Evelyn. Wo bist du? Im Haus? Hallo? Evelyn? Du bist nicht Evelyn. Wo ist sie hin? Egal, wird schon da sein irgendwie. So. Und sie arbeiten endlich. Ordentlich. Ja, stimmt, Haslinger haben jetzt auch ein Inventar. Also, ich glaube, 3 Inventarplätze und man kann auch später noch Rucksäcke bauen. Das heißt, sie müssen nicht für jeden einzelnen Holzblock einzeln laufen. Das ist auch sehr, sehr nice. Finde ich sehr, sehr nice. So. Was ist mit dir, Mädel? Ja, kann ich eigentlich, wenn ich Anywhere Clear sage, das ist Clear? Nee. No. Warte mal, ich sehe alleine an Dingsel. Mal kurz aus dem Mode hier raus. Yes. No? Schade. Schade, hätte ja funktionieren können, nicht? Oh nein, das war die Tür! Damn! Oh scheiße! Oh nein! Ich habe die Tür getroffen. So ein Mist. Oh, die Tür. Ich glaube, wir können die ja wieder reinsetzen. Das wäre sonst echt peinlich. Da werfen sie das Holz in die Kiste. Yes, baby. So. Next crate. Oh, a goblin. Attack. Attack. Angriff. Leute, Leute, Leute. Defend. Defend. Da rennt der kleine Goblin. Ist auch besser so für ihn, weil wir sind nämlich viel, viel stärker. Wupp, wupp. Okay. Alles wieder sicher, Freunde. Alles gut. Die bösen Schurken sind weg. Hallo? Okay. Na? Hallo? Dafug? Warum? Das war jetzt merkwürdig. Naja, okay. können wir das bitte wieder entfernen, bitte? Danke. Ja? Nein? So? Kommen Sie schon! Ich habe das Tor doch falsch gebaut. Dang it! Das gibt's doch gar nicht. Dankeschön. Eieiei. Okay, mehr Zäune. Hallo, hallo.
Danke. Down. Doch, jetzt geht's gut. Du. Du. Nein. So. Und da steht ein Kürbiskorb im Weg, Freunde. Das machen wir nochmal. Hello. Jetzt geh doch mal aus dem... Alter, was ist mit dir? Weg da. Du stehst voll im Weg. Danke, sehr freundlich. Okay. Zäune sind fertig. Das heißt, ich brauche noch... Oh Gott, wie brauche ich noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Zäune noch. Moment. 7 Zäune. Echte Zäune. 7 Stück. Go. Reift, das wär's zu hell. Okay, kann ich jetzt bitte? Nein, kann ich nicht. Verdammt. Das ist ärgerlich. Egal, also können wir die Tür platzieren? Ja, ne? Oh. Wie sieht denn das aus? Was weiß ich? Karawan, was? Gib mir 20 Logs in Exchange für 8 Prickett Fencegate. Ganz ernsthaft. Ist ja ein bisschen teuer, aber wenn ich. Hab ich so viel? Oh. Warte, Moment. Das ging ja mal wie? Oh Gott. Hier. So. Nee. Das da. Hallo? 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 Ich hab's gleich. Gleich hab ich's. Oder auch nicht. Hallo? Das ist schlecht. Content ist hier angezeigt, ne? Jo. Ich glaube. Ah, jetzt wird's wieder. Okay, wie viel haben wir denn gehabt? Wir haben 20. Okay. Kriegen wir das hin? Geht das? Oh, er ist, glaube ich, schon wieder weg. Oh, schade. Hätte ich jetzt gern genommen. Naja, was soll's. Dann machen wir die Zäune eben selbst. Ganz einfach. Haben mich die im Auftrag gegeben? Ah, die ist schon fertig. Mein Gott, die ist ja wie Flitzebogen, Madame. So. Das ging echt schnell. So. Ist korrekt. Jo. Und, kein richtiger Abschluss. Das ist blöd. Naja. Was mit der Tür? Kriegen wir denn wieder reingesetzt, die Tür? Ich befürchte fast nicht. Ist ein bisschen schade. Lassen wir die erstmal machen. Okay. Können wir jetzt... Kann ich die Tür? Nee, ne? Ah. Schade. Schade. So. Wo sage ich die Musik hin? Hat man jetzt mal mehr Musik? Options? Frag mich nicht. Ha, so. Sehr schön. Ja. Gut, aber was ich eigentlich wollte war, ja, hier kann alles rein. Deswegen wollen wir das Ding mal hier entfernen. Wir haben es auch wieder was zu tun. Sehr schön. Und abliefern gehen. Jawohl. Wow, alle rein da. Das ist witzig. Ah, so. Oh, schon voll? What? Okay, halt, stopp. Content. Krait. Oh, ein Abendgoblin auch noch. Halt, stopp. Erstmal mit. Was? Die kommen doch noch. Wetten? Das ist ein Spawner, wa? Wo ist er? Da ist er! Go! Mach ihn nieder! Badaboom! Loot! Loot! Loot. Yeah! Update! Wir haben sogar geschafft, noch einen Hardlinger zu kriegen. Yeah, Mann, das ist wunderschön. Was mit dir? Hey, du bist weg? Du bist aber immer noch buggy, meine Dame. Sarah Killian ist anscheinend entbuggt, aber nicht ganz. Gut.
Was wollte ich jetzt hier? Hier wollte ich sagen, die kommen auf jeden Fall raus. Dann, oh, habe ich die jetzt gelöscht? Nee, habe ich nicht. Gut. Crates? Wo sind meine Crates hin? Freunde? Haben sie meine Crates verschlammt? Kann ich die auch removen? Nö, ne? Hm. Okay, dann muss ich nochmal eine neue Crate machen. Go. Ja. Gut. Machen wir eine neue Crate. Ach ja, genau. Ihr könnt dann, meanwhile, ja, könnt ihr mir eine hübsche Straße bauen. Haben wir jetzt nochmal einen extra Tab für Straßen eigentlich oder nicht? Street? No, Street? No. Gut, dann müssen wir jetzt was Building Tab machen. Genau, stimmt. Design Custom Building. Hier. Way, Weak, Dick, Work. Und zwar, was nehmen wir denn für einen Weg? Ha, gute Frage. Was Helles, was Dunkles? Was Graues? Hier sowas. Das sieht doch ganz nice aus. Wie breit wird der Weg? 5? 5 klingt gut. 4? 5. So. 5. Dann machen wir einen kleinen Dorfplatz quasi. Wie? So und. Irgendwie. 5. Und hier noch 5. Dann schon so. Ach, die blöden Crates sind im Weg. Machen wir erstmal so und vielleicht einfach lustigerweise. Hoffentlich kann er das. Gucken wir mal. Ob wir das halbwegs hinkriegen hier. So ein bisschen gesprenkelt aussieht. Gespannt. So. Okay, go. Build. Yes. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Tschüss. Oh Mann. Ich bin sehr gespannt, ja. Hier geben wir wieder volle Power. Esst ihr ruhig erstmal, Freunde, und dann. Kannst ja wieder losgehen, wa? Huch. Kleine Crate. Die wollte ich eigentlich gar nicht bauen, aber hey, was soll's. Ach, das war das, ist nur das Icon dafür, ja klar. Natürlich. So, du kriegst alles Foodmäßige. Ich glaube, alles Foodmäßige raus, wenn es geht. Und hier sowieso nicht. Und hier sollte ich auch mal. Hab ich. Gut. Hä? Räumen die gerade um? Die räumen um. Schön. Ihr seid super. Aber ihr baut meine Straße nicht. Das ist nicht so super. Oh, ich baut meine Straße. Oh. Man musste sie nochmal überzeugen. Gut zu wissen. Oh, Mann. So, die Loot Crates. Beziehungsweise Loot Crates, sag ich schon. Hallo? Oh, 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 oh. Die Crates kommen jetzt mal woanders hin. Und zwar ums Eck. Ich bringe sie um die Ecke. Du auch. Remove. With where's to sell? Ach, der Steinmensch wieder. Haben wir was zu verkaufen? Nicht wirklich, eine Tür. Ich verkaufe die jetzt mal. Ist sie weg? Ah. Irgendwie. Okay, Freunde. Sieht doch ganz gut aus hier. Wird auch bald mal Zeit für ein Weaver. Ich glaube, für die Jobs brauche ich wieder einzelne Häuser. Kleine. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Mal überlegen, wohin.
zoomen wir mal raus und gucken uns das Ganze mal von oben an. Und dann, wie mache ich es am besten? Vielleicht irgendwie, dass wir hier so eine Straße raus haben und dann hier in so einem, ja, so einem, was ist das für eine Form, keine Ahnung, so einer Form halt irgendwie was machen. So, ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Baumfellbefehl jetzt nicht wieder meine Halflinger so aus dem Konzept bringe, dass sie aufhören zu bauen. Das wäre nicht schön. So, die Crates werden verschoben, das ist wiederum schön. Finde ich sehr gut. Damit kann man jetzt übrigens auch quasi an weit entfernte Orte gehen, dort eine Crate hinstellen, die Sachen abbauen lassen und dann die Crate mit den Haarfingern zusammen wieder nach Hause schicken. Das heißt, die bringen nicht alle Items einzeln mit der Hand nach Hause. Und mein Gott, wir sind schon wieder weit über der Zeit und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und ich hoffe, es geht auch weiter so gut weiter. Auch wenn wir eine Buggy-Tür haben und einen Buggy-Haflinge, aber sonst ist alles gut. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.